Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von Deutschen Business Magazin TV, wir sind hier in Graz im Kunstpavillon und wir sind für Sie unterwegs, Eindrücke, Künstler, Impressionen im Film festzuhalten. Aber wir sprechen gleichzeitig auch die Einladung aus, die Kunsthalle im Kunstpavillon auf der Frühjahrsmesse und auf der Herbstmesse zu besuchen, weil man die Kunst hier spüren kann, fühlen kann. Und neben mir steht ein Künstler, der mehrere Elemente verbindet, warum wir ihn extra ausgewählt haben für euch, weil er ist der zweite Künstler aus Österreich, der es überhaupt geschafft hat. Ich glaube, die Künstlerin zuvor war 10 Jahre vor dir in Speyer. Richtig. Erklär doch mal ganz kurz unseren Zuschauern, wer bist du und woher kommst du? Mhm. Guten Tag erstmal, mein Name ist Emil Srkalovic. Ich komme aus Graz, aus Österreich, aber ursprünglich in Bosnien geboren. Und ich habe das Artist in Residence Programm für die Stadt Speyer gewonnen. Das läuft mittlerweile seit 20 Jahren. Da wird jedes Jahr für die Sommermonate ein Künstler erwählt. Das ist ein globales, internationales Stipendium. Und wie vorhin erwähnt, ich bin jetzt der Zweite. Und das erste Mal, dass auch jemand von dem Land auch wieder gewählt wurde, der aus Österreich kommt. Jetzt hat natürlich jeder Künstler seine eigene Technik und die Technik eines Gemäldes spielt mitunter eine maßgebliche Rolle. Wie kam es denn zu dem Gemälde selbst? Welche Geschichte steckt dahinter? Kunst besteht aus drei Parts. Der erste Part ist der technische, das heißt, wie wird etwas dargestellt? Das ist die Komposition zwischen Farbe, also Farbtemperatur, Licht und Charakter der Form. Die zweite Komponente ist das Gefühl. Wenn ich etwas fühle und spüre, wird das unweigerlich in das Werk eingefügt. Und die dritte Komponente ist der Sinn, die Botschaft nach außen. Jetzt ist natürlich Speyer für dich auch eine neue Erfahrung gewesen, eine neue Stadt gewesen. Es ist auf der einen Seite Verantwortung und Ehre, aber wie hat Speyer auf dich gewirkt und welchen Einfluss hat Speyer auf dich genommen als Künstler? Speyer ist eine großartige Stadt. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt und Speyer hat meine Kunst in dem Weise so bewegt, dass ich wieder begonnen habe, Menschen zu malen. Das etwas Neues für mich war. Ich habe die letzten 3 bis 4 Jahre den Menschen aus meinen Werken rausgehalten und mich ausschließlich auf die Natur konzentriert. Wenn wir von Menschen sprechen, war eine Person maßgeblich oder ausschlaggebend dafür. Und es ist eine Frau, sie heißt Sophie. Sophia. Sophia, Entschuldigung. Und was bedeutet Sophia als Name? Sophia bedeutet einerseits Philosophie und Weisheit, aber für mich war es quasi die Muse. Sie ist Speyerin, lief mir über den Weg, es hat Klick gemacht und es musste was passieren. Es ist auch etwas passiert, weil es ist ein Gemälde daraus entstanden während deines Aufenthaltes in Speyer und das stellst du heute hier in Graz aus. Magst du unseren Zuschauern etwas über das Bild sagen und auch über den Titel des Bildes? Der Titel lautet: Sophia, ich werde bleiben, wenn du mich sein lässt, nur glaube nicht, dass du gekommen bist, um mir Liebe zu geben. In diesem Werk geht es um Empathie. Ich möchte in Menschen, die meine Werke betrachten, nicht nur bei diesem einen Bild, sondern auch bei den anderen, ein Gefühl auslösen, in der Hoffnung, dass wir morgen ein kleines Stückchen ein besserer Mensch werden. Das heißt, du vermittelst Werte, du vermittelst aber auch die Sehnsucht, etwas zu verbessern auf der Welt. Das heißt, dieses Bild hat 2 Bedeutungen. Der Titel spricht an und das Bild hat die Aufgabe zu verweilen, sich in dem Bild zu vertiefen und seine Sichtweise auf die Welt oder auf seine Einstellung zu verändern. Richtig. Jetzt haben wir noch eine wesentliche Information für euch als Zuschauer. Der Künstler kommt wieder nach Deutschland auf eine neue Ausstellung und es sind noch weitere Werke entstanden. Weißt du schon, wann die Ausstellung ist und wo? Die Vernissage findet am 28. Oktober im Kulturraum in Speyer statt. Und in diesen Atemzug möchte ich noch meine lieben Freunde Reinhard Ado und Margarete Stern vom Künstlerbund Speyer grüßen. Das heißt, wenn Sie den Künstler treffen möchten, wenn Sie weitere Werke sehen möchten, besuchen Sie die Vernissage. Wir werden das Datum und den Ort nochmal mit einblenden und verabschieden uns hier aus dem Kunstpavillon in Graz. Bis zum nächsten Mal.